Hallöchen, hallo, Ladies and Gentlemen, liebes Publikum daheim an den Bildschirmen. Willkommen zur 39. Ausgabe von Newcomer TV, dem Magazin, welches Newcomer-Bands aus der Region präsentiert. Und wir waren auf der dritten Newcomer TV-Nacht oder bei der dritten Newcomer TV-Nacht und haben fantastische Bands für euch aufgezeichnet und ich möchte euch eine Band davon vorstellen. Sie kommen aus Frankfurt und machen, naja, so eine Art Progressive Pop mit Funk und mit Psychedelic und Indie-Elementen und textlich handelt es von Liebe, von Sehnsucht. Es geht vielleicht sogar ein bisschen autobiografisch zu bei der Band, das weiß man nicht genau. Auf jeden Fall habe ich die Band zum ersten Mal auf der Radio X Bühne beim Museumsuferfest in diesem Jahr gesehen und ich war komplett von den Socken. Nicht nur, dass sie gut aussehen, sondern sie haben auch eine fantastische Lady am Bass. Das ist auf jeden Fall schon mal erwähnenswert und überhaupt sind sie musikalisch alle sehr, sehr, sehr stark ausgebildet und können fantastisch arrangieren. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir mit der Band. Hier für euch Skinny Man. Nobody will thank you for words you didn't say. You can ignore some feelings, but they will always stay. I wish you would lie next to me, she said, but not today. She's gone and left inside of me the words I needed to say. It all breaks up after a while. I tried too long to hold on to this feeling I've got next to you. I know what it means to say goodbye. Nobody will ask you what you wish that you've done. And could it be that I couldn't see what you thought about me was wrong? And I don't think that all that's pink is beautiful at all. Beauty is so hard to find and it's so hard to hold. Broken eyes, broken smile, it all breaks up after a while. I tried too long to hold on to this feeling I've got next to you. I know what it means to say goodbye. After a while,
I tried too long to hold on to this feeling I've got next to you. I know what it means to say goodbye. Tim, was mir aufgefallen ist bei dem Auftritt, ihr spielt alle unterschiedliche Instrumente. Also du sitzt mal am Schlagzeug, dann spielst du Gitarre. Und früher, als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich solche Bands immer gehasst, wo jeder alle möglichen Instrumente gespielt hat, weil die meisten konnten es nicht richtig. Aber ihr könnt ja richtig, also auf den jeweiligen Instrument, also euch genau ausdrücken. Also es klingt einfach dann perfekt. Das heißt nicht, dass ihr alle spielen könnt auf diesen Instrumenten, aber für euren Sound passt es und ist genau richtig. Habt ihr alle Musik studiert oder habt ihr alle mehrere Instrumente, also Unterricht an mehreren Instrumenten gehabt oder wie ist das passiert? Naja, also wir haben alle noch nicht studiert. Also wir fangen jetzt gerade so langsam an zu studieren. Und wir haben eigentlich jeder so mit einem Instrument angefangen. Und dann hat man halt im Laufe der Jahre halt entdeckt, dass es auch noch mehr gibt und dann mal ein bisschen mehr ausprobiert und ein bisschen das gemacht, ein bisschen das. Und wenn man die Instrumente dann auch viel spielt so jeweils, dann entwickelt sich darauf halt auch was, dass man es dann langsam reinbekommt und auch was damit anfangen kann. Just spent another restless night with some folks I barely know in this apartment without light. Confess it felt a bit like home. The words were tripping on our tongues as we were talking about life and we were filling up our lungs with smoke of cigarettes and jive at the another restless night. Again, so high we couldn't see that one of us sees to delight. But then this guy came up to me with a broken arm holding a beer and leaning against a window pane. He made third season troubles appear. Suppose he didn't know my name. Another restless night. No one was left without a clue. 'Cause just like every other night, we knew exactly what to do. Visionen, also worum geht's? Was möchtet ihr, weil Künstler haben ja immer so einen Drang, sich auszudrücken, weil da die Wut oder die Trauer oder was auch immer im Gehirn tobt, im Blut tobt. Was ist deine Message? Was möchtest du den Leuten sagen auf deine Art? Also von Anfang an stand schon fest, dass wir wirklich nicht politisch werden wollen und dass wir einfach nur irgendwie versuchen, mit unseren Texten auch irgendwie so unsere Gedanken und Gefühle und einfach so irgendwie ein bisschen zu strukturieren und auszudrücken und irgendwie irgendwelche Stimmungen, die wir irgendwie krass fanden, die wir erlebt haben, irgendwie versuchen, diese Stimmung irgendwie durch die Musik nochmal so, ja, zu, weiß ich nicht. Es gibt ja diesen Song Sad Love, glaube ich, oder wie heißt er? Also das heißt, da habe ich mir gedacht, allein wie du ihn singst, wie viel Mal hast du dich ganz traurig verliebt, schmerzhaft verliebt?
Boah, ich oder wie ist Liebe überhaupt für dich? Ist es eine einfache Sache, so als ob du singst oder Klavier spielst? Also ich muss erstmal dazu sagen, der Song ist eigentlich von Tim. Also Tim hat ihn geschrieben. Und wir haben uns den Text so ein bisschen aufgeteilt. Also er, also nicht beim Schreiben, das kommt eigentlich alles vom Tim, aber so, wir wechseln uns ab beim Singen. Und ja, also ich denke, ich kann da für uns beide sprechen. Also schon viel Sad Love irgendwie. Ist halt, yeah. Es gehört halt voll dazu so und man wächst halt daraus. Ja. Und das ist halt auch so ein Gefühl, so eine Stimmung irgendwie, die halt wirklich intensiv ist und die man auch irgendwie durch die Musik auch ausdrücken muss. Also ich bin total in love und ich hoffe ihr auch. Skinnyman hat 2018 eine EP, nämlich Mother Universe, herausgebracht. Sie haben natürlich auch wie alle anderen Bands, die wir hier euch vorstellen in diesem Magazin, eine eigene Internetseite. Ihr werdet sie finden, wenn ihr einfach Skinnyman eingebt in euer digitales Pfadfinder-Handbuch. Jetzt geht es komplett zur Sache. Also wirklich, diese Jungs haben total abgeräumt bei der dritten Newcomer-TV-Nacht. Also da blieb kein Stein mehr auf den anderen. Es handelt sich um eine Band, die, wenn ich mich nicht irre, seit 2017, also noch gar nicht so lange unterwegs ist, und die aus dem Raum Frankfurt kommen und die sich im weitesten Sinne eine Art New Metal Rapcore Sound verschrieben haben. Sie sind sehr jung und haben sich wirklich über alle Bühnen dieser Region gespielt, haben Tausende von Musikwettbewerben hinter sich und haben gekämpft und wollen natürlich international an die Spitze. Ja, wirklich. Also das ist eine Band, die nicht nur hier in der Region spielen will, sondern sie möchten einfach durchstarten. Sie möchten in die Charts. Sie möchten direkt in euer Herz hineinfahren mit einem gigantischen Blitz. Und deswegen jetzt für euch hier live und in Farbe die wilde Show von Past Reflection. Thank you.
away from me! Get the fuck 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 away from me! Ich habe euch vorhin schon beim Soundcheck gesehen. Ihr seid eine sehr harte Band mit einem sehr harten, tighten Groove und sage ich jetzt mal so Rap-Core-Gesang. Ihr werdet das bestimmt besser definieren können. Was hat euch, weil ihr seht alle so gut aus und ihr seht alle so smart aus und gut erzogen aus, was treibt euch gerade zu so einer harten Musik? Also ich glaube, das liegt halt einmal an unserem Sänger natürlich, der halt die Texte und alles schreibt und deshalb auch dementsprechend screamt. Aber wir sind alle aus irgendwelchen Ecken und Crossover ist eben das, was diese Musik ergibt. Weil sei es jetzt Hip-Hop, Punk, Progressive Rock, Jazz, sonst was, alles ergibt im Endeffekt dann Crossover und das machen wir im Endeffekt. Ich glaube, ihr habt genug gestanden. Ich rede mit euch allen. Auf mein Kommando will ich, dass jeder Einzelne in diesen Raum anfängt zu springen. Wir sind Party Flexion. Das ist unser letzter Song. Der Song heißt Who I Am. Auf mein Kommando, jeder Einzelne in diesem Raum springt. Bam! Los, yeah! Über die Zukunft sprechen. Ich meine, es gibt euch seit 2017, habt ihr ein Management, habt ihr eine Booking-Agentur, seid ihr schon bei einem Label oder macht ihr im Augenblick aktuelle Aufnahmen im Studio? Wie sieht es bei euch aus? Also wir haben vor, jetzt Ende des Jahres ins Studio zu gehen, also die Termine stehen noch alle fest, um halt EPs oder Alben zu produzieren und wir haben auch schon ein paar Kontakte zu Agencies oder anderen Management. Aber da schauen wir erstmal, wenn es fertig ist, aber ich denke, das wird dann sich ergeben, ziemlich sicher, wenn es soweit ist. Also du könntest dir vorstellen von der Musik oder ihr alle könntet euch vorstellen, von der Musik zu leben und auf der ganzen Welt unterwegs zu sein mit Past Reflection oder ist es jeder unterwegs als
sozusagen mit seinem Instrument als Profimusiker. Ich dachte, dein Handy hätte geklingelt. Den kannst du haben. Ah, danke schön. Also hast du da zwei von. Ja, ich hab drei von, tatsächlich. Nee, sagen wir mal so, ist es eine Herzensangelegenheit? Das heißt, ihr seid ein eingeschworenes Team. Past Reflection ist für jeden von euch Musiker die Number One. Und ihr wollt wirklich damit Geld verdienen und als sozusagen New Metal WG habt ihr sozusagen einen Bund fürs Leben geschlossen. Ist das so? Ja, würde ich auch sagen. Also ich meine, wir machen das jetzt ja nicht umsonst und wir haben auf jeden Fall Bock, groß rauszukommen. Also wir sind, auch wenn es immer natürlich Spaß macht, lokal zu spielen mit den Leuten, die man kennt, wollen wir raus in die Welt. Wir wollen große Festivals spielen, große Hallen füllen, quasi die, tatsächlich auch die Marke Past Reflection einfach hochziehen. Und nach diesem unglaublichen Konzert von Past Reflection jetzt zum Videoclip der Woche. Es handelt sich um einen jungen Künstler aus dem Taunus, hier direkt aus der Gegend, mit seiner Band. Und er ist auf der Suche nach der Göttin, nach der Königin, nach der Frau, die er herzen und lieben kann und liebt nichts mehr als das Lächeln. Und deswegen heißt dieser Song auch, dieser Videoclip, When She Smiles. Und bevor der Clip kommt, am 21. Dezember gibt es die Virusmusik-Radio-Show im Horst. Das ist ein kleiner Club im Gallus. Und kommt vorbei, freier Eintritt, 7 Bands. Es wird gerockt, nochmal kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, wir sehen uns. Also, bye bye. When she smiles.